Nachdem wir das Hauptgame von The Dark Side Detective durchgespielt haben, kommt hiermit jetzt der erste Bonusfall by Heart. Huh, Weihnachten. Perfekt für einen Last-Minute-Urlaubseinkauf. Als ich ein Kind war, bedeuteten Urlaubseinkäufe, neue Badehosen für den Strand zu kaufen. Als du ein Kind warst, dies, das, alte Leute. Gehen wir zum Weihnachtsmann. Wie schön. Es ist Weihnachten. Halt, Käufer, was ist der Grund deines Besuches? Einkaufen? Einkaufen? Zu welchem Zweck? Ganz klar, Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Eure Geschichte stimmt. Denkt daran, ich bin das Gesetz hier und meine Kameras decken 26% des Platzes ab. Nicht alles passiert, ohne dass ich etwas davon mitbekomme. Schöner Satz. Ja, der müsste ja auch bekannt vorkommen. Denkt mal drüber nach. Wer es weiß, in die Kommentare damit. So, Infopunkt. Zum Glück gibt es hier eine Karte. Diese Orte sind riesig. Ich verlaufe mich jedes Mal. Duli, die Einkaufspassage ist nur 20 Bildschirme groß. Was? Oh Gott, so groß? Oh, Foto, eine Boothbox. Denkst du, was ich denke? Du weißt es. Fotobombe! Viermal beste Freunde. Sehr schön. Wie schön. First Meile. Was haben wir hier? Eine kostenlose Ausgabe der Twin Lakes Times. Besorgt mir eine, ja? Ich möchte die Sportergebnisse lesen. Blub, und wir haben die Zeitung. Agnes, ach hey. Agnes, was machst du denn hier? Ich ja, weiter, wenn Lager ist geschlossen. Das Camp schließt? Ich muss ein paar Anrufe machen. Oh nein, die Armen! Er wird jeden Moment hier sein, richtig? Nein, Devin, wird er nicht. Oh, das heißt, Weihnachtsverzichtabzeichen. Yay, oh, ist das mies. Oh nein, die Armen. So, Norman. Eierflip gefällig, mein Freund. Ja, wir haben alle Varianten. Eiergeschmack, Flipgeschmack, Milchgeschmack. Okay. Milchige Eiflüssigkeit, der Geschmack der Feiertage. So, Menüs. Hotdogs, Burger, Putenschenkel, das klingt alles so köstlich. Ich weiß nicht, was ich bestellen soll. Ihr könnt alles ignorieren. Haben einen Topf. toll. Was ist herzhaftes Wintervergnügen? Wie ist er gewürzt? Weiß nicht. Kann nur ein Topf sagen. Schön. Ich nehme nur eine Limonade. Hab nix, Limo. Hab nur einen Topf. Blubbernd denn ein Topf. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre, aber ich habe meinen Appetit verloren. Tja. So, okay. Gut. Gehen wir mal weiter. Oh, let's go, enough. Wow. Das ist beeindruckend. Der streckt sich so weit das Auge reicht. Duli, er berührt nicht einmal das da, so weit das Auge reicht. Ach, wie schön, ein Springbrunnen. Ich habe noch nie ein Sitzwaschbecken mit so viel Power gesehen. Sitzwaschbecken ist aber auch schön. Diese Dekorationen sind ziemlich beeindruckend, oder Duli? Das ist nichts gegen den Baum, den ich schmücke, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Warte, es ist Weihnachten und du hast noch keinen Baum? Ich habe ja schon 7 Stück aufgestellt, aber bei dem für heute Abend ziehe ich alle Register. Ah, verstehe. Okay, Geschenke. Gratisgeschenke. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Nope, sie sind leer. Weiter geht's. Okay. So. Meine Geschenke sind lieber so groß wie die unter dem Baum, Onkel Patrick. Sie sind fast so groß wie du, Buzz. Und? Okay. So, fress mal eine Grotte. Geh mal zur Grotte. Oh, das Thunderhaus. Glücklicher Elf. Willkommen in der Grotte des Weihnachtsmannes, wo all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Hoffentlich bald Feierabend. Grotte des Weihnachtsmannes. Das ist alles, was ich mir erhofft habe und mehr. Gehen wir! Tuli sprechen. Detective, nicht ablecken. Warum sollte ich daran lecken? Naja, es sieht aus wie Lebkuchen. Ja, aber nur es wie Lebkuchen aussieht, bedeutet nicht, dass... Du hast dran geleckt, oder? Es sieht halt aus wie Lebkuchen. Oh Gott. Hinein!
Ho, 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 fröhliche Weihnachten alle miteinander. Die lustige rote Essensmarke. Schau sich mal einer dieses feine Trio Jungs an. Ich hoffe, ihr wart das ganze Jahr über brav. Gut, wir waren fantastisch. Wir verdienen dieses Jahr Berge voller Süßigkeiten in unseren Strümpfen. So wie es sich für Stadtretter gehört, lieber Weihnachtsmann. Ein Stadtretter? Was? Dann musst du Detective McKing sein. Ich albere nur herum. Ich weiß doch, dass du Francis bist. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich sehe alles. War nur Spaß. Leute, der Weihnachtsmann hat einen engen Terminplan. Stellt euch an und wartet, bis ihr dran seid, ja? Okay, Buzz. Du hast den glücklichen Elfen gehört. Stell dich in die Schlange und wir besorgen in der Zwischenzeit Geschenke für dich und deine Mom. Ist das okay, ihn hier allein zu lassen? Detective, das hier ist Twin Lakes. Zur Weihnachtszeit. Was könnte hier jemals schiefgehen? Okay. Wir lassen ihn trotzdem hier. Onkel des Jahres. Hier. Wer? Wo? Vielleicht kriege ich mal irgendwelche Tipps, weil ich glaube, dass ich sie brauche. Okay. So, sprechen wir noch mal kurz mit dem Weihnachtsmann. Hohoho, frohe Weihnachten alle miteinander. Was für ein tolles Gespann ihr zwei doch seid, oder? Tag ein und Tag aus, immer damit beschäftigt, die Stadt zu retten. Warte, woher weißt du davon? Ich sag nur Zwinker. Ich hasse es, wenn Leute Zwinker sagen. Du kannst der schlechten Auflösung die Schuld geben. Bildet eine ordentliche Reihe Kinder und große Kinder. Ich hasse mein Leben. Du bist der Nächste, Kleiner. Was? Ich sagte, du bist der Nächste. Okay, Mister. Sag mir einfach, wann ich dran bin. Ich kann es kaum erwarten. Liebes Kind. Ich hoffe, meine Hände tauen auf, bevor ich den Weihnachtsmann treffe. Ich hasse es, aus Versehen meine Geschenke fallen zu lassen. Oder schlimmer, einen schwachen Händedruck geben. Ja, man hinterlässt nur einmal einen ersten Eindruck. Leute, geht raus hier. Das ist mir... vor Kapitalismus peinlich. Oh, vor Vater Kapitalismus peinlich. Oh, komm. So, okay, alles klar. Gut, gehen wir raus. Oh, Spielhalle. Da gehen wir nochmal rein. Hey, Emily! Hey, Detective. Hey, Blutalpha. Emily, was tust du hier? Papa hat mich ja meinen Babybruder mitgenommen, um den Weihnachtsmann zu sehen. Aber der Weihnachtsmann ist lahm. Also versuchen wir, Spielzeuge aus der Greifmaschine zu klauen. Aufgeregt wegen Weihnachten? Ich hasse Weihnachten. Jeder ist bei seiner Familie, das Wetter ist scheiße und wir müssen mit Papa rumziehen, um Zeug für unter dem Weihnachtsbaum zu klauen. Schrottige Zeiten. Schrottigste Zeit des Jahres. Was ist mit dem Weihnachtsmann? Du freust dich doch sicher schon auf seinen Besuch. Der Weihnachtsmann ist eine Lüge, Detective. Manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um deine Ermittlungsfähigkeiten. Wenn du netter wärst und keine Spielhallen ausräumen würdest, vielleicht würde er dich dann besuchen. Ich verstehe nicht, wie die zwei Sachen zusammenhängen. Hast du dir was Schönes vom Weihnachtsmann gewünscht? Eine relativ sinnlose Frage nach dem Pamphlet davor? Dieser Dumpfkopf schreibt mir nicht, also schreibe ich ihm auch nicht. Das ist natürlich auch eine sehr bestechende Logik. Außerdem ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, um die ganze Welt fliegen und Kinder Geschenke geben. Was für ein Verbrechen, der Vergangenheit versucht, blutrote Hose zu vertuschen. Ja, okay. Bis später, Jungs. So, wer ist er? Pete. Hey, Freundchen, keine Zeit. Siehst du nicht, dass ich gerade Oh, hallo, Officer. Schön. Okay, hat nichts weiter zu sagen. Sitzt hier einer drin, oder was? Warum ist da ein Kind drin? Muss wohl reingekrochen sein, als ich gerade nicht hingeschaut habe. Aber Dada, du hast mir gesagt, ich soll da reingehen und dir die schönen Sachen rausgeben. Klappe! Kinder, was sagen die verrücktesten Sachen? Dinge. So, Fate Invader, Zombie Munch, kaputter Spielautomat. Ah, okay. Okay, krass. Nice! Okay, okay, okay. Klassische Invader-Automat. Schneller hier. Woo!
legen sie aber los hier, Freunde. Jetzt legen sie aber los. Na, 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 na. So, komm, die schaffen wir noch. Ui. Ei, ei, ei. Das ist ja fies. Warum schießt er nicht mehr? Oh nein! Na gut. Oh, jetzt schießt er wieder. Ohohoho. Alter, was ist das für Tempo hier? Aber er schießt nicht mehr. Na gut. Okay. Alles klar. Geht's weiter. So, Rolltreppe nach oben. Oh oh. Was war das? Bildschirmgewackel? Wir sollten besser nachsehen, ob Bass in Ordnung ist. Oh je. Was ist hier los? Weihnachten kommt jedes Jahr, doch diesmal ist der Krampus da. Ach ey. Und ich hab gelegentlich mal einen Tee. So werd ich doch bauen mir meine Armee. Ui. Ich habe die Schufte in Gnome getauscht, zum Spuken heimgeschickt und Unfug eingehaucht. Na toll. Was? Ich spielen, gehen und Sachen kaputt machen. Und weg sind sie alle. Na toll. Was? Wo ist Bass hingegangen? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn ab? Wir finden ihn lieber. So, wer bist du? Gnomenwächter. Bleib weg vom großen Bossmann. Er mag keine Kinder. Na, schön für ihn. Was? Du siehst schon durch seine Verkleidung? Du siehst schon durch deine Verkleidung? Ja. Du musst dich nicht anlügen, kluger Mann. Weißt du was? Jetzt hau ab. Was ist das für ein Satz? Verfluchte Weihnachten, ihr Schattengestalten. Stürmt den Platz und vernichtet diese Narren. Okay, alles klar. So, Gnomgard. Ich esse eure Zähne als Weihnachtsessen. Oh, so. Hey, hör auf, uns mit dem Zeug zu überwerfen. Hey, hey, wenn du gehst zu Weihnachtsmann, schmeiß ich einen Stein. Dann bist du dran. Mist, Stein nicht echt. So, na gut. Ich wollte eigentlich mal... Hier, guck mal, Gnomkind. Verneigt euch vor Krampus, dem König der Weihnachtschaos. Nö. Auf nach oben. Der Attack Shop. Hoho, frohe Kaufnachten. Und vergesst nicht, euch von euren Eltern die allergrößten Geschenke zu wünschen, Kinder. Kein Preis ist so hoch, wenn sie dich lieben. Ja, das ist leider eine Menge dran. Brickmans Weihnachtenszusammenfassung mit den Top-Nachrichten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Oh, ich liebe diese Sendung. Ich frage mich, ob wir erwähnt werden. Werden sie nicht. Oh nein, nicht fair. Dieser Fernseher hat einen Aufdruck einer Nachrichtenkulisse, wo eigentlich das Glas sein sollte. Katamon, Katamon. Sie wird den kosmischen Stein bekämpfen. Ihre Krallen aus Mondsträhnen ganz rein schützen vor dem Licht des Singuri. So fein und geloben stets wilde Schläge und Pein. Ausländische Zeichentrickfilme sind seltsam. Ah, du musst dich nur an die Seltsamkeit reinfallen lassen. Das ist alles. Öffne dein Herz. Wie man die Technik an. Was für andere Funktionalitäten möchten Sie sehen? Kann ich die Sportergebnisse nachsehen? Natürlich. Einfach das Menü öffnen, hierher scrollen, all Ihre persönlichen Daten eingeben und dann Ihre Frage stellen. Maximal 32 Zeichen, inklusive Leerzeichen. Schön. Dann wird Ihre Frage durch die gesamte Hauptverwaltung der Encyclopaedia Britannica geschickt, wo eine Person sie dann nachschlägt und beantwortet. Da haben wir es. Versendet. Nun müssen wir nur auf die Antwort warten. Das könnte ein paar Zeiteinheiten kosten. Okay. Okay. Ghetto Blaster. Sie sollten an einem Platz wie diesen kleinen Springschau-Aufriss so verkaufen. Staubsauger. Ich sauge meinen Staubflieger mit dem Mund. Wie bitte? Oh, wir haben Staubsauger mitgenommen. Eine Kamera? Sie sind genau wie die Kamera. Die wir benutzen. Warte mal, die sind genau wie die Kameras, die wir benutzen, um herauszufinden, ob eine Gegenkriminelle oder nicht ist. Die Dinger, die sie an den Wand befestigen und die dann die Tage zählen, bis sie irgendwer klaut? Genau die.
Sportfan. Wissen Sie die Sportfan? Ich will nur wissen, wie der Sport in der letzten Saison gelaufen ist. Warte mal, hier, Zeitung. Kanzler, bitte. Hier, benutzen Sie das, um die Informationen zu finden, die Sie brauchen. Sportergebnisse. Woo! Ja, verflixt. Noch ein Verkauf im Eimer. Es scheint, als wollen die Leute wirklich keine 3000 Dollar für ein bisschen Schrotttechnik ausgeben, wenn es sich nicht gerade um ein lächerliches Statussymbol handelt. Tja. Verkäufer. Pa, Sie schon wieder. Haben Sie heute noch nicht genug Ärger verbreitet? Eine Lampe. Das sind die gleichen Lampen, die wir auf dem Revier in dem Verhörraum haben. Eigentlich könnte das noch von Nutzen sein. Okay, Lampe mit Lampen. Entschuldigung, was machen Sie da? Sie können die nicht einfach mitnehmen. Wir konfiszieren ihn für polizeiliche Untersuchung. Oh Mann, mir ist ein Verkauf entgangen und Sie haben zwei Dinge von mir geklaut. So sollte Weihnachten nicht für mich losgehen. Entspannen Sie sich. Sie können das dem Revier in Rechnung stellen. Wir sind Cops, keine Diebe. Oh, tja, da ist mein Tag umgekrempelt. Ich glaube, ich habe tatsächlich mein Sollvorhaben für den Verkauf erfüllt. Froh zu helfen. Okay, Digitaluhr. Wie kann eine Digitaluhr die Uhrzeit anzeigen, wenn sie nur Nullen und Einsen kennt? Kannst du mir das verraten? Diese Logik, Alter. Mobiltelefon. Der letzte Schrei aus der Mobiltelefon-Technologie. Das soll mobil sein? Es ist riesig. Es hat seinen eigenen Transportkoffer komplett mit Rädern. Uff, okay. Na gut. So. Weiter. Spielzeug. Ja! 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 Ich muss, ja, ich feiere es. So. Oh, wunderbar, Actionfiguren. Leaders of the Universe Actionfiguren. Trägt nur Unterhose, Mann, und sein Erzfeind Schädelgesicht, aber sonst kein Skelett. Ach, wie geil. Bass würde das lieben, wenn er dazu noch Bo-Knochensaug geben würde. Ach, großartig, großartig. Ja, Leute, da war er noch. Zauberrichtig. Schmerzerfarbiges Puzzle. Ah, Bass, like here. Was würde ich darum geben, ins Weltall zu reisen? Was? Die dunkle und einsame Weite des Alls, keine Kinder, kein Spielzeug, keine Lichter. Begrenzter Sauerstoffvorrat, ja, das klingt total toll. Was haben wir denn noch hier Schönes? Oh, hier, hör mal. Na? Wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Optimus Prime! Ich kenne dieses Spielzeug. Was sammeln Sie? Das sind Roboter, die sich in leicht unterschiedliche Roboter verwandeln. Was? Leicht unterschiedliche Roboter. Oh ja, ich verstehe. Der hier kann sich von einem Laster mit Container in einen Laster ohne Container verwandeln. Das ist ein Wunder. Schön. Oh. Oh, Toy Story. Du hast einen Freund in mir. Was für ein Leben das doch früher noch war, als Männer noch Männer waren und keine Befehle von ausgeschopften Teddybären entgegennahmen. Ich weiß. Bär? Mhm. Ah, es tut mir leid, Mr. Bär. Ich weiß, dass ich mich zur Strafe dazu, dass du mich zur Strafe dazu bringst, diese Dinge zu tun. Zu meinem eigenen Wohl. Ja, Sir. Alles klar, läuft bei dir. Teeservice. Ein Teeservice? Ich weiß, ich würde mich auch gerne auf ein Tässchen hinsetzen, aber nicht bevor wir wissen, dass es was gut geht. Ich werde dich daran erinnern. Mach das. Einfacher Backofen. Ich hätte gedacht, einen Ofen zu backen würde alles andere als schnell gehen. Zuallererst mal, wie passt der denn in sich selbst rein? Was? Was? Haha, es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Nicht fantastisch. Die ganze Zeit über gute Laune Musik und so viele blinkende Lichter, dass ich permanent orientierungslos bin. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal das Tageslicht erblickt habe. Tja, Teddybär. Haha, dieser Kumpel sagt mir, was ich tun soll. Und Leute glauben mir. Das ist nicht immer angenehm. Das glaube ich dir gerne. Was haben wir? Springseile? Ah, Springseile. Versuche Kinder zum Sport zu verleiten. Seit der Menschheit das Seil erfunden hat. Seit die Menschheit das Seil erfunden hat. Ein Seil ist immer nützlich, also nehme ich mir etwas davon mit. Wenn es ihnen nichts ausmacht. Hä? Mich beschweren? Nicht vor den Bären. Nee. So. Okay, wir haben den Teddy. Brontosaurus. Ein orangener Brontosaurus. Warum geben sie ihm nicht einen Raketenrucksack? Wenn sie sich schon für alles ausdenken. Meine Güte, ja, eine Dino Riders, ne? Damals. Ach, wie schön. Schön. Also, Leute, massivste Befeierung einfach für dieses kleine Easter Egg hier. So, Teddybär, Dino. Ein freundlicher Dinosaurier. Die Typen waren ganz klar keine Junior-Paläontologen wie ich. Versuchen, menschliche Merkmale den Reptilien zuzuschreiben. Typisch menschenzentrierte Vorstellung. Ja, da ist eine Menge dran.
Ach, da ist er, der kleine Scheißer. Da ist er. Er versucht, den Stern vom Baum zu bekommen. Er ist außer Reichweite, Detective. Er ist genau unter dem Oberlicht. Vielleicht kann ich ihn vom Dach ausgreifen. Ja. Mein letzter Gartenbedarf. Baumbefehl. Ein beeindruckender Stern. Ich kann verstehen, warum Bass das haben will. Hey, hey. Windspiel. Windspiele, von seltenen tibetanischen Metallspechten geschnitzt. Wie echte Holzspechte, nur für Metall und aus Tibet. Hab es mitgenommen, als ich mit Mildred Bergsteigen war. Natürlich kam ich allein zurück. Sie zog mit einem Mönch zusammen. Heiliger Mann von wegen. Ach Gott. Armer Kerl. Gnome. Er war Teil eines Paars, aber sie wurden wegen wirtschaftlicher Differenzen auseinandergerissen. Er ist eifersüchtig auf die Gnome da oben, aber damit kommt er auch nicht weit. Nicht wahr? Na, du bist aber ein Gummihammer. Der weiche Kopf ist perfekt, um auf wilde Weise Glas einzuschlagen. Oder Zeltnägel in die Erde zu klopfen. Ohne sie zu verbiegen. Macht ihn zu einem großartigen Campingschlägel. Außer du stößt auf Bären. Dann lässt sich der weiche Kopf im Stich. Nachts kann ich manchmal ohne Dereks Schreie hören. Was? Nachts kann ich manchmal noch Dereks Schreie hören? Wie bitte? Das könnte nützlich sein. Was dagegen, wenn ich ihn nehme, Ned? Oh, ja sicher. Entschuldigung, musste mich gerade erinnern. Okay. Eine Schaufel? Perfekt. Für den Landschaftsbau und zum Begraben von schlimmen Fehlern. Was geht denn hier ab? Eieiei. So, Pflanzenkübel. Margeriten sind keine edlen Pflanzen. Das ist klar. Aber sie sind stämmig. Geben jeden Ort einen schönen Geruch und einen angenehmen Farbtupfer. Man kann nichts falsch machen mit einer Margerite. Auf keinen Fall. Außer du meinst Margerite Müller. Das Mädchen hat mein Herz gebrochen. Oh weh. Ich werde mich irgendwann rächen. Denkt an meine Worte. Was? Oh, nichts. Hab nur durch die Blume gesprochen. Okay. Verrückter Mann. Das ist Second Hand. Noch aus meinem früheren Autowaschanlageunternehmen. Der Spaß, den John, Tanja und ich an jedem Sommer hatten, als wir uns aus Versehen gegenseitig gespritzt haben. Dann, wie konnte es anders sein, liefen sie miteinander weg und das war das Ende vom Lied. Ich brauche etwas von diesem, von der was? Ich brauche etwas mit dieser Reichweite. Darf ich das mitnehmen? Nehmen Sie ihn bitte. Nichts außer schlechter Erinnerung für mich an diesen Spruch. Cool. Alter, also er hat's ein bisschen in sich hier. Nett ist mein Name. Ich gärtne und spiele Dame und Bridge. Nichts geht über das alte Fourway an einem Donnerstagabend. Das ist mein Laden, erbaut mit einem Leben voller Erinnerungen. Einige davon gut, manche schlecht, aber so ist das Leben, nicht wahr? Tja, Kakteen. Meine Kakteen selbst gezüchtet mit Hohe, damals zu unseren Gärtnertagen. Ich denke nicht gern daran zurück. Zu viel Herzschmerz. Oh Gott, Alter, er hat's ja nun wirklich hier. Ich geh raus. So, Süßwarenladen. Oh, ha, der Colonel, Smithy. Kannst du mal einen Schluck nehmen hier? Smithy. Schön, dass Sie unterwegs sind, Brigadier. Ist mir auch eine Freude, alter Knabe. Nach dem Zusammenstoß mit dem alten Jerry entschied ich mich, dass es an der Zeit war, die Hütte zu verlassen und zu sehen, was das Leben hier draußen in der Kolonie so bereithält. Wie findest du es? Tja, ich nehme an einem Einkaufszentrum Laufclub teil. Aber alles, was wir machen, ist rumstehen, während Rose dem Roger Plätzchenteig gibt und schöne Augen macht. Ja, aber den Amis ist das manchmal wirklich so, ne? Irgendwie, dass sie diese Einkaufsläufe haben. Also, hat man doch schon mal in irgendwelchen Serien und Filmen gesehen. Abstrakt, oder? In Malls. Naja. Ich brauche echte Action. Vorderste Frontzeugs. Ja, du könntest den Blutwölfen doch einige Überlebensstrategien beibringen. Ein paar Wölfe bekämpfen, du kannst auf mich zählen. Wunderbar. McNugget, ach schön. Detective, ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du letztens meine Präabschiedsparty ruiniert hast. Vorruhestand? Präabschiedsparty. Eine vorzeitige Party, falls man die letzten Tage nicht mehr übersteht. Ach ja. Hast du so ein bisschen der Danny Glover-Figur aus Lethal Weapon nachempfunden, glaube ich, ne? Tut mir leid. Schon okay. Ich war in deinem Alter auch ein Quertreiber. Lass dich von den Gesetzen nicht runterziehen. Na, da wir von Gesetzen sprechen, solltest du noch deine Schulterwaffe tragen? Aber sicher, aus dem Fenster mit den Gesetzen. Das ist mein Motto.
Aber deine Waffe? Wie die Samurai, du und ich, unseren eigenen Weg folgen. Unseren eigenen Weg schaffen. Okay. So, Ruth. Nom, 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 nom. Oh, ein Verehrer. Und ich stopfe ihr Plätzchenteig in mich hinein. Hören Sie wegen mir nicht auf. Möchten Sie mal probieren? Nein, danke. So, Verkäufer. Ei, ei, ei. Zwei TLPD-Beamte in meinem Laden. Für euch geht alles aufs Haus. Ja? Oder zumindest wäre es so, wenn ich gesunde Lebensmittel verkaufen würde. Ich kann nicht zulassen, dass zwei Bollwerke des Gesetzes während meines Dienstes außer Form geraten. Oh nein. Das ist natürlich auch fies. Das ist fies. Bonbongläser. So viele verschiedene Süßigkeiten. Ich möchte sie alle probieren. Himmel, nein. Nicht für euch. Ich muss euch Jungs im Blau adrett und fit halten. Kann es nicht zulassen, dass das Verbrechen euch überholt. Okay. Zuckerwattemix. Schwierigkeiten, ihre Kinder klebrig genug zu bekommen? Nicht, wenn sie ihnen Candy Flows Zuckerwattemix geben. Pampe garantiert. Einfach Wasser hinzugeben. Dann testen wir mal die Klebrigkeit. Oh, und wir haben den Zuckerwattemix. Ist immer noch Kuchen? Jungs, nicht die Kuchen anfassen. Das sind Kalorien in Zuckerguss, die ihr nicht braucht. Okay. Will haben. Keine Chance. Das ist wie ein Schlagstock für eure Zähne. Ihr müsst euch ein frisches Lächeln bewahren. Wenn ihr nach Verbrecherjagden in der Zeitung kommt. Naja, in die. Ja, okay. Da etwa in dieser Art passt eher zu euch. Wahrscheinlich das. Ihr könnt ihn in der Tasche behalten. Ihn in der Pause herausholen, kurz daran lecken und ihn für den nächsten Tag zurücklegen. So ein Lolli sollte einen Monat halten, wenn ihr euch zurückhaltet. Ihr könnt ihn euch teilen, jeder eine Seite. Igitt. Ja, nee, lass mal gut sein. Okay. Zuckerherz? Ich liebe Süßigkeiten und teile sie gerne mit der ganzen Welt. Außer mit euch. Zu eurem eigenen Wohl, versteht sich. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich geh mal raus. Kino. Oh, schön, Kino. Das ist ja die letzte Banane. Läuft hier oder was? Geilheit, der Film. Demnächst. Aha. Was ist jetzt? Bringst du Doris mit? Klappe. Ja. Lappler, was? Oris? 3, 2, ja, Nadelgesicht. Auf der Erde. Oh Gott, was? Rappel Ruser. Also, wenn man so Rappler liest, wird das Wort echt schwer irgendwie. Okay, Rebel Rosa 2. Nadelgesicht auf der Erde. Ich weiß nicht einmal, was irgendetwas davon bedeutet. Ist trotzdem gruselig, oder? Oh, schau mal hier. Abgeschlossen. Irgendjemand vom Personal hier sollte einen Schlüssel haben. Gehen wir mal ins Kino. Okay. Der Schmetterlingsküsser. Ach Gott, hier ist er. Ne? Schweigende Lämmer. Schön. Ah, Jaws. Also, sollte. Meeresbeißer. Und hier haben wir, wer ist das hier? Indy? Und ein Noir-Film? Der paranormale PI? Das ist ja nur eine Annahme. Okay, Popcorn. Oh, das ist die Trophäe für unsere preisgekrönte Popcorn. Preisgekrönt? Popcorn, das wie Popcorn schmeckt. Sie haben nicht geschrieben, dass es gut schmeckt. Ihr Fehler war unser Vorteil. Okay. Willkommen im Kino. Angebot des Tages. Das Polizisten doppelzahlen. Oh, Wichser. Das ist ein guter. Ist das ein guter Deal? Nein, Bullen raus. Hey, ich kenne dich. Du warst in einer Sekte, die ich letztes Jahr hochgenommen habe. Die Bruderschaft des Endes der Welt waren keine Sekte. Wir waren eine alternative Religion. Konzentriert darauf, das Ende der Welt herbeizuführen. Durch rituellen Gesang und Opferung. Ja, was ist Ihr Punkt? So, Fast Foods. Welche Süßigkeiten Getränke haben Sie da? Nichts, das ist alles falsch. Sie haben das echte Zeug weggebracht, nachdem ich es gestreckt habe, um den Kunden der Wahrheit zu zeigen. Na, verstehe. Popcornmaschine schmeckt nicht mehr so wie früher. Seit sie die Butter verboten haben und das Salz und den Mais. So schlecht kann es nicht sein. Probier mal. Okay. Einmal Popcorn, bitte. Einmal Popcorn, kommt sofort. Okay, probieren wir das.
Was vergammelt. Ja, wir haben einen Mülleimer da drüben. Extra für Popcorn. Den Becher können Sie behalten. Was? Igitt. Das ist ja ekelhaft. So, nochmal Arbeiter. Willkommen im Kino. Angebot des Tages. Okay, gut. Haben wir schon. Gehen wir raus. So, düsen wir mal runter. Ah, schon. Mülleimer. Müssen wir den Mülleimer durchsuchen, den wir finden? Ja, müsst ihr. Feueralarm? Können wir den aussuchen? Warum sollte jemand ein Feuer alarmieren wollen? Diese Dinger sind gefährlich, wenn man ihnen Angst an hat. So, hier haben wir Wasser. Können wir den mixen? Ich bräuchte einen guten Grund, um das in Zuckerwattebrunnen zu verwandeln. Zuckerwattebrunnen klingt für mich nach einem guten Grund. Na dann, runter mit. Okay, macht er nicht. Was können wir hier irgendwas machen? Lampe, papapapa. Können wir mal hier kurz mal. Was willst du, unschuldiger Käufer? Ich muss aufs Dach gelangen. Ah, schön. Zugang beschränkt auf Sicherheitspersonal und Ordnungshüter. Aber wir sind die Polizei. Schau dir unsere Marken an. Zugriff auf Datenbank. Furchtbare Modem. 56k. Schön. Die Dienstmarken nicht erkannt. Was? Das ergibt keinen Sinn. Ja, McKing hat mich sogar letztens nach unseren Nummern gefragt, um sicher zu gehen, dass wir drauf sind. Er kicherte die ganze Zeit vor sich hin. Wahrscheinlich lachte er darüber, wie unwahrscheinlich es wäre, dass wir da nicht drauf sind. Aber schau dir unsere derzeitige Zwickmühle an. Oh, warte, ich weiß jetzt, was passiert ist. Wir finden lieber einen Weg, auf der Wache anzurufen und wieder registriert zu werden. Oh, hat der uns da rausgenommen? Dieser Penner McKing. So, nein. Ist hier, ne? Rums, rums, die Bums. Ah, hatten wir schon. So, kann ich mit dem Telefon bitte kurz telefonieren? Ich schätze, ich brauche das im Moment sowieso nicht, nachdem sie meine Kunden vertrieben haben. Wir. Zentrale? Sally, McQueen hier. Kannst du mich und Dudi bitte wieder auf die Liste der echten Polizisten setzen, bitte? Sicher, Detective. Danke, okay. Dudi, holen wir uns den Schlüssel vom Roboter. Okay. Holen wir uns den Schlüssel vom Roboter. Was denn jetzt, Mensch? Schau noch einmal in dein Register. Na gut. Erneutes Überprüfen, Krach und Geräusche. Oh, ihr seid drauf. Wie gut für euch. Können wir jetzt aufs Dach? Ich schätze, ihr könnt meine Zugangskarte haben. Schätze ich. Und wir haben die Magnetkarte fürs Dach. Holen wir mal. Dum, 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 dum. Scheißerchen. Also. Entschuldigt bitte. So. Magnetkarte und Karte, die uns aufs Dach bringt. Perfekte Jahreszeit dafür. Ich wette, du würdest jetzt gerne einen Mantel tragen. Ich bin zu voll gedröhnt mit Eiweißshakes, um die Kälte wahrzunehmen. So. Na? Okay. Schauen wir nach, ob es da oben etwas gibt, womit wir diese Kreatur fangen können. Was? Kann ein Ärgernis sein, aber ihn eine Kreatur zu nennen, ist schon ein bisschen schroff. Okay, Wassertank. Die Wasserreserve für die Sprinklersystem. Seilwinde. Der Greifer fehlt. Wenn ich das benutzen will, brauche ich einen Ersatz. Oberlicht. Das ist genau unter dem Oberlicht. Und Schalter für die Winde. Der Greifer fehlt. Wenn ich das benutzen will, brauche ich einen Ersatz. Ja, den Unzinggreifer finden wir wahrscheinlich in der Spielhalle. Ich ein Hammer, ich ding's da am Morgen, ich ding's da am Abend und den ganzen Tag. Ich liebe diesen Song, aber ich kann mir den Text nie merken. So, schön weich, um Glas einzuschlagen. Okay, zurückbleiben, Kleiner. Ein delikates Antippen sollte reichen. Ich wusste, dass ich dich irgendwie mag, Detective. Ich bringe dich besser nach Hause, Junge, bevor deine Mutter mitbekommt, was passiert ist. Kann ich noch ein bisschen bleiben? Na,
Nun, da der Detective die Maschine kaputt gemacht hat, muss ja irgendwer das Zeug mitnehmen. Und das bei der Polizei abliefern, meine ich. Glaubst du, du kriegst das hin, Kleine? Warte, bis die Bullen weg sind und stopf dir mit dem Zeug die Taschen voll. Kapiert? Was ist das da? Also. So, können wir uns den Greifer hier nehmen? Jetzt den Greifer rausziehen. Sieht aus, als hätte ich endlich etwas von den Sachen genommen. Juhu, Spielhallengreifer. So. Hey Detective, hey Blut Alpha. Du willst das Zeug doch mitgehen lassen, oder? Stimmt's? Ganz ehrlich, nicht sicher. Meine Erziehung sagt ja, aber der Blutwolf in mir vielleicht nur ein bisschen. So wie 60% ja. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Kommst du allein zurecht? Echt jetzt? Ich habe einen Blutwolf. Ich bin für alles bereit. Ich bin ein Blutwolf. Ich bin für alles bereit. Das ist mein Mädchen. Okay, Emily. Du klaust nicht das Zeug. Das wissen wir doch beide. Tschüss. Bis später, Jungs. So, dann düsen wir mal hoch. Aufs Dach. Und machen den Haken ran. Schwupp. Okay. Damit sollte die Maschine wieder laufen. Okay, lass uns diesen Apparat benutzen. Ja, das war nichts. Verdammt, er bewegt sich zu schnell, um ihn zu greifen. Ich muss einen Weg finden, ihn am Platz zu halten. Na, wir haben doch diese Zuckerwatte-Zeug, irgendwie, was man mit Wasser mixen kann. Was garantiert klebt. Das ist doch irgendwie, oder muss ich das eine Etage höher machen? Schau mal, das sollte ihn festkleben. Okay. Schön. Das hat ja gut funktioniert. Die Binde ist repariert. Schöp. Flop, und schon haben wir ihn. Den kleinen klebrigen Bass. Und ab ihm. Wir haben Bass, den Gnomen. Wir haben ihn. Jetzt befragen wir ihn und finden heraus, was hier los ist. Wir können ihn befragen. Du kannst der gute Cop sein und ich bin der, warum ist dieser Typ überhaupt Cop? Ja, wie befragt ihr ihn jetzt? Das kauft mir noch keiner als Lösung ab. Wo befrage ich ihn jetzt? Du, die auf mit den Süßigkeiten bei uns essen. Ah, Mumpf. Er ist aber so voll, so viel davon da. Guck mal, können wir hier mit Popcorn-Eimer? Brauche ich einen Becher Süßigkeiten? Nein, noch nicht. Aber er hat... Arg, ich war zu nah. Meine Schuhe stecken fest. Schätze, ich muss von hier aus barfuß weiter. McQueens Schuhe stecken in Zuckerwatte. 5 Wörter, nimm das, Hemingway. Okay, wir haben Becher mit Zuckerwatte und keine Schuhe mehr. Diese Dekorationen sind ziemlich beeindruckend, oder, Tuli? Das ist nichts gegen den Baum, den ich hier schmucke. Ich weiß. Oh, ich kann nicht holen, ja. Warte mal, hier vorne war da so ein Tisch. Ja, hier. Kann ich ihn hier nicht hinsetzen? Wir können ihn hier verhören, aber ich sollte ihn erst festbinden, sonst rennt er wieder weg. Okay, mal den. Springse. Das sollte ihn halten. Verschnürter Gnom. Okay, hab ihn festgebunden. Jetzt verhören wir ihn. Sag mir, was hier los ist. Keine Chance, Erwachsener. Nichts, ich sage. Ich muss etwas finden, um ihn zu befragen. Hast du deine Taschenlampe dabei, Dooley? Hab ich irgendwie eingetauscht. Getauscht? Also neulich nahm ich die U-Bahn zur Arbeit und hatte Hunger. Und da war dieser Straßenmusiker mit einem Brötchen und er brauchte Licht, damit er ein Zuhause in den Tunneln finden kann. So kam es. Oh, Dooley. Zu meiner Verteidigung, das Brötchen war sehr gut. Wir haben noch hier eine Lampe. Ich sollte sie irgendwo abstellen, bevor ich versuche, sie auf ihn... Okay. Hier, Tisch. Ich sagte Tisch. Okay, Lampe ist in Position. Ach, Klassiker. Schön. Halt, ich alles dir sagen. Was bist du? Bist du was? Ist was und ist nicht. Ist was und ist nicht. Das macht keinen Sinn. Erkläre dich. Krampus holt Schlechtestes aus Kindern. Das ist, was Gnom ist.
Inkarnation von Böse. Ich dachte nicht, dass Bass noch schlimmer werden kann. Wie besiegen wir Krampus? Oder wo liegt seine Schwäche? Ja, laktoseintolerant. Nicht Mackmilch, nicht Mackmilch. Ja, also los, melken wir ihn. Das ist, es ergibt einen besseren Ausdruck dafür. Und was dich betrifft, Mister, du bleibst so lange hier, bis du nicht mehr in dieser Gang bist. Zu welcher auch immer du da jetzt gehörst. Okay, na dann. Warte mal, wir haben hier, warte mal, hier unten, der Eggnog-Mann. Der Eggnog-Mann, hier Eierpunsch. Milch, Eierflüssigkeit, der Geschmack von Feiertagen. Wie soll ich den Typ danach fragen? Na denn, Norman? Eierflip gefällig, mein Freund? Wir haben alle Varianten. Eiergeschmack, Flipgeschmack, Milchgeschmack? Ich brauche nur ein bisschen Milch. Bitte, einfache altmodische Milch. Verkaufe ich nicht, Kumpel. Aber du musst welche haben. Es ist eine der Zutaten von Eierflip. Klar, habe ich da. Ich verkaufe sie nur nicht. Das ist eine Eierflip-Stand, keine Milchbude. Ja, da hat er auch. Ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, denn na. Hier sind wir über der Fressmeile. Genau über diesen nutzlosen Eierflip-Mann mit seinem Kahn. Ah, warte mal. Es langt, aber ich brauche etwas Kraft, um Milch abzusaugen. Na, Moment mal. Einfach mit dem Mund aufsaugen. Nach dir. Du hast recht, das ist... Ich brauche eine Minute. Ja, warte mal, wir haben Staubsauger. Wenn ich die beiden kombiniere, müsste auf die Länge kommen. Ja, müsste es oder ich auf die Länge kommen, die ich brauche. Alles klar. Na dann. Hau mal rein. Ah, wir lassen es langsam runter. Ach, ich liebe diese skurrilen Adventure. Jetzt habe ich einen Staubsauger voller Milch. Das ist wirklich die Zeit des Gebens. Okay. Jetzt habe ich einen Staubsauger voller Milch. Und was die baller ich jetzt auf den Weihnachtsmann oder was mache ich damit? Mal kurz. Aber nee, macht ja keinen Sinn. Boss, redet nicht mit Erwachsenen, nur Kinder, raus hier. Ich muss ein Kind finden, das noch nicht umgedreht ist. Ja, Emmy. Emmy. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ruf, darf ich es jetzt um ein bisschen Plätzchenteig, was? Ein bisschen Plätzchenteig bitten? Vorhin wollten sie nicht. Als ich ihnen etwas davon angeboten habe. Altes Mädchen, der Knabe ist auf einer Mission, kein Zweifel. Der braucht was vom Plätzchenteig, um einen Rumpfbruch zu reparieren. Oh Gott. Oder was auch immer. Du solltest ihm aushelfen. Oh, Smithy, du weißt doch, dass ich ihm was abgeben wollte. Habe mich nur mit diesen Gentlemen und den Jungs verquatscht. Hey, Plätzchenteig. Okay. Dann backen wir jetzt Plätzchen oder was? Ich will dir nicht deinen Beruf erklären, Detective, aber ich glaube, die meisten Leute mögen ihre Kekse in ihrer Milch und die Kekse gebacken. Okay, na dann. Backofen. Lass uns ein paar Plätzchen backen. Yay. Jeden Moment. Jetzt. Jeden Moment. Und sie sind gebacken. Die backen eine Kekse. Und können wir die jetzt... Okay, saugen wir die Kekse mit Milch voll und bringen sie zu Krampus, bevor sie sich in Matsch verwandeln. Okay. Aber wir kommen nicht ran, wir brauchen ein Kind. Amy? Hey Detective, hey Blutalpha. Nee. Tschüss. Bis später, Jungs. Kann ich ihn einfach heben? Hey Emily, kannst du... Ah, schön. Kannst du uns einen Gefallen tun und das Zeug bitte zum Weihnachtsmann bringen? Was ist für mich drin? Das warme Gefühl von saisonaler Gutmütigkeit. Das lässt meine Zähne nicht verfaulen. Oh, ich will, dass sie ausfallen, damit ich Geld zum Geld von der Zahnfee bekomme und mir einen Satz Metallbeißer kaufen kann. Hack, 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 hack. Hier, hast du Zuckerwatte. Süßigkeiten. Okay, okay. Dann gehe ich mal für euch zum dämlichen Weihnachtsmann. Cool. Ja, Kekse.
Okay, Leute, bin da. Was jetzt? Na hier, nimm die Kekse. Okay, bring das zum Weihnachtsmann. Sicher? Ich stehe zu meinem Wort, solange ich dem Becher noch Süßigkeiten sind. Ich habe euch ein paar Leckereien besorgt. Ja, komm her zu mir, du kleiner Balk. Bei mir wird's nimmermehr Tag. Was auch immer, du Verrückter. Iss einfach die Leckereien. Okay. Nom nom nom. Moment mal. Irgendetwas war im Essen. Ach, hätte ich's mal nicht gegessen. Meine Günstlinge, ich machte einen Fehler so pralle. Fiel ich doch rein auf die süße Falle. Oh nee, großer Mann, schwebt weg. Ah! Ja, laktoseintolerant, sehr schön. Campus ist weg, aber die Kinder sind immer noch Gnome. Hey, was ist das hinter dem Thron? Duli, ich wollte sagen, dass die Kinder, sie sind... Ja, aber schau dir das neue Ding an. Was für ein Geheimnis ist verbirgt. Was für eine Einladung ins Abenteuer. Aber die Kinder... Neues Ding. Na gut, aber danach müssen wir die Kinder retten. Ich stimme hundertprozentig mit dir überein. Was immer du gerade gesagt hast. Jetzt aber zum neuen Ding, bitte. Lüftungsschacht. Es ist eine Entlüftung. Können wir jetzt darüber reden, die Kinder zu retten? Wohin glaubst du, führt er? Duli, jetzt komm schon, Konzentration. Ich konzentriere mich auf diesen geheimnisvollen, wunderschönen Schacht. Wundersam. Duli, warum glaubst du, dass da ein Weihnachtsmannmütze drin ist? Was? Was? Das ist ein Hut in dem Schacht da drüben. Dieser riesige Kerl schwebte mit seinem davon. Also, warum glaubst du, dass drüben ein weiterer ist? Glaubst du, das ist, wo der echte Weihnachtsmann versteckt war? Ich schätze, das finde ich besser heraus. Hier, halte meinen Mantel, damit ich mich ein bisschen frei bewegen kann. Junge, ist das hier dunkel. Das ist echt cool, du kannst hier mein Feuerzeug ausleihen. Bye hard, Freunde, bye hard. McLean! Verdammt, Duli hatte recht, die Mütze vom Weihnachtsmann ist wirklich hier drin. Ich sehe mich besser mal um und schau, was ich finden kann. Weihnachtsmannmütze gefunden. Und rote Jacke. Ah, er muss hier entlang gekommen sein. Alles klar. Oh, Tentakel. Dave, hab mich schon gefragt, ob du noch in der Nähe bist. Tschüss, Popo-Tentakel. Das linker Stiefel, sein anderer Stiefel. Ich bin sicher schon ganz in der Nähe. Weiter nach rechts. Hose. Die Hose. Das muss der richtige Weg sein. Und Stiefel. Einer der Stiefel von Herzmann. Ich muss auf dem richtigen Weg sein. Lass uns alles hier zusammenpacken, bevor ich weitergehe. Ach, da ist er. Bitteschön. Was? Oh, der Knebel. Eine Sekunde. So, bitteschön. Gott sei Dank, ich sagte, ich habe schon auf dich gewartet. Ich wusste, dass du mir den Tag rettest. Huch. Weil ich der Weihnachtsmann bin und jetzt gib mir bitte meine Klamotten und lass uns von hier verschwinden. Ich habe 1,9 Milliarden Geschenke abzuliefern und uns geht die Zeit aus. Ja, na, hier. Danke sehr. Kannst du dich bitte für einen Moment umdrehen? Oh ja, natürlich. Entschuldigung. Okay, gehen wir. Erhitzer. Die scheinen längst vergessen zu sein. Kein Wunder, dass es in dem Einkaufszentrum so kalt ist. Na dann. Scheint verschlossen zu sein. Schätze, wir gehen den Weg zurück, auf den ich reingekommen bin. Folge mir. Das war kalt da drin. Bin froh, dass ich meinen Mantel wieder habe. Ach, du je. Krampus hat den Platz verwüstet. Mutierte Kinder und überall schlechte Energie. Was können wir tun, um das zurückzudrehen? Hier, nimm den magischen Weihnachtsstaub. Er wird die böse Magie wieder rückgängig machen. Ich habe nicht mehr viel übrig, also müsst ihr es verdünnen. Müssen wir es verdünnen? Kann ich jetzt nicht einfach so ein bisschen rieseln lassen? Das mache ich auf gar keinen Fall. Wir könnten vielleicht aufs Dach gehen, dort in den Wassertank machen und
die Sprenkelanlage anmachen? So der Plan. Okay, das sollte den Staub verwässern. Ah, schön. Das sollte den Staub verwässern. Jetzt die Sprinkler auslösen und das... Na aber, ich gehe erstmal Lotto spielen gleich. Zählt das jetzt als Anspielung auf frühere Fälle oder hat man hier nur nachlässig gearbeitet? Kann es nicht beides sein? Okay. Nun dann. Feueralarm. Hier geht nichts. Yay! Yay! Wir haben die Kinder gerettet. Erzählen wir es dem Weihnachtsmann. Gut gemacht. Und nun hätte ich gerne die Überreste vom Weihnachtsstaub zurück, bitte. Überreste? Zurück? Ich sollte dich dafür auf die unartige Liste setzen, aber du hast ihn für einen guten Zweck verwendet. Ah, danke euch beiden. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre das hier ein Desaster geworden. Froh zu helfen. Tja, ich sollte jetzt wohl besser gehen. Ich habe noch eine Menge Geschenke abzuliefern. Und ich bin schon spät dran. Viel Glück da draußen. Das wird eine kalte Nacht. Mach so weiter. Ihr auch, Jungs. Ihr auch. Haben wir gut gemacht. Fall abgeschlossen. Schön. Fall abgeschlossen. Wunderbar. Oh nein. Mein Schlitten? Was? Vielleicht haben wir zu früh gesprochen. Sehen wir mal, was passiert ist. Was? Oh, was ist denn hier los? Sieh mal einer an, wenn das nicht McLean und Officer Foodie sind. Ich greife gegen das Rentier dieses Mannes wegen Herumlungerei durch. Er hat noch nicht einmal eine Erlaubnis von der Stadt. Ich habe hier eine vom Nordknöllchen, Straßenverkehrsamt und eine Genehmigung von MPPD. Mich interessiert nicht, was die MPPD zu sagen hat. Das ist nicht ihr Zuständigkeitsbereich. Warum übernehme ich nicht und kümmere mich um den Papierkram? Nein, danke. Das mache ich, wenn ich ins Büro gehe. Dann kann ich deinen Freunden hier den Berufungsprozess durchlaufen. Was? Dann kann dein Freund hier den Berufungsprozess durchlaufen. Oh, schau mal die Uhrzeit an. Ich schätze eigentlich schon Urlaub. Ich schätze, der Papierkram kann warten, bis ich zurück bin. Tschüssi. Was für ein Idiot. Was soll ich denn... Wie soll ich denn all die Geschenke ohne mein Rentier verteilen? Könntest du deinen Schlitten an unser Auto hängen und machen, dass es fliegt? Normalerweise ja, aber irgendwer hat meinen ganzen Weihnachtsstaub aufgebracht. Und nun weiß ich nicht, mit was ich ihn befeuern soll. Irgendwer hat den ganzen Staub aufgebraucht? Wer würde so etwas zu... Oh ja, schon gut. Können wir mehr Staub machen? Nur wenn wir ein Kind finden, das nicht an Weihnachten glaubt und dann seine Meinung ändert. Wir hätten lieber erst nachsehen sollen. Ja, fällt mir noch gleich eins ein. Emmy! Ist Emmy jetzt noch beim Weihnachtsmann? Also hier in der Grotte? Ja, Emmy! Emily! Was? Ja, ich habe nicht hier gestanden und debattiert, ob ich die oberen Geschenke mitnehmen soll oder nicht. Emmy. Sind da noch Zuckerwatte in deinem Becher? Ja, aber ich arbeite daran. Nun, wenn da noch Zuckerwatte drin ist, bist du noch bei mir angestellt. Komm mit uns. Oh Mann, ich wusste, ich hätte nicht aufhören sollen, um meine Zähne und meinen Bauch auszuruhen. Habt ihr ein Kind gefunden, das nicht an Weihnachten glaubt? Habe ich. Sie ist gleich da. Sie steht vor dir. Okay, ich bin da. Was jetzt? Das ist der Weihnachtsmann. Wirklich. Der Weihnachtsmann. Hallo, Emily. Quatsch. Der Weihnachtsmann, den gibt's nicht. Wenn es mich nicht gibt, woher wusste ich dann, dass du mir einen Brief geschrieben hattest? Ich habe uns das in die die haben uns das in der Schule machen lassen. Jeder hätte das gewusst. Was habe ich mir gewünscht? Das hier. Emily hat folgendes Item erhalten. Schweißbrenner. Mein Schweißbrenner? Das gibt's ja nicht. Gibt es, Emily? Gibt es? Das kann ich sicher nicht. Das kann sicher... Was? Das kann, ja, na, egal. Du bist wirklich der Weihnachtsmann. So ein schöner Schweißbrenner. Schau, das Auto, es hebt ab. Wir müssten jetzt fliegen können. Simon, mach den Schlitten fertig. Ah, Mann, ich dachte, ich wäre für heute Nacht fertig. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten allesamt! Wir haben es geschafft, Detective. Wir haben Weihnachten gerettet.
Ja, und jetzt kann uns Sankt Nico mit Geschenken für morgen versorgen. Win-win. Wir haben nichts weiter vergessen, oder? Leute? Leute! Leute! Fall abgeschlossen. Ach, wie schön. Ja, ihr Lieben. Und damit für euch schöne Weihnachten. Ciao.